Apropos klicken. Jetzt kommt ein Internetthema und das ist spannend und beunruhigend und sogar für die wichtig, die eigentlich digitale Zurückhaltung üben. Wir glauben ja, im Internet sei alles frei, aber wir bezahlen die kostenlosen Angebote mit unseren Daten. Unsere persönlichen Profile, unsere Aufmerksamkeit, sie sind die Währung im Netz. Und mit personalisierter Werbung an uns verdienen andere ihr Geld. Fast 10 Millionen Deutsche sind im Internet bei Facebook registriert. Ein riesiges soziales Netzwerk. Sozial hört sich gut an nach Freundschaft und Austausch und nicht nach Datensammeln und Geld machen. Sie haben damit nichts am Hut? Nun ja, Monika Wagner und Sascha Adamek zeigen Ihnen jetzt, wie auch Nichtmitglieder von Facebook im Visier sind. Privat, das war gestern. Gemeinsam feiern mit Bekannten und Unbekannten, Erfahrungen austauschen, Freunde finden, sich verlieben. Menschliche Beziehungen sind etwas sehr Privates. Immer mehr Menschen suchen soziale Kontakte inzwischen auch im Internet. Sie schließen Bekanntschaften, vernetzen sich, kommunizieren in sogenannten sozialen Netzwerken rund um den Globus. Das weltgrößte ist Facebook. In nur 6 Jahren haben sich hier weltweit 400 Millionen Menschen angemeldet. Allein in Deutschland sind es schon fast 10 Millionen und täglich werden es mehr. Man teilt Interessen und Vorlieben. Die Kontaktpartner werden Freunde genannt. Hinter dem Internetdienst steht ein milliardenschwerer Konzern. Die Nutzung von Facebook ist kostenlos, denn Profit macht die US-Firma, weil sie so viele Nutzer hat. Alter, Geschlecht, Konsumneigungen, all das interessiert die werbetreibende Industrie, um auf Facebook gezielt ihre Produkte anzubieten. Menschen werden zu Datengruppen zusammengefasst und gezielt beworben. Das macht vielen Menschen auch Angst, zum Beispiel Christian Fischer. Er ist viel im Internet unterwegs, aber seine Daten Facebook geben, das wollte er eigentlich vermeiden. Umso überraschter war der PR-Berater, als er plötzlich eine Einladungsmail erhielt, geschickt von Facebook im Namen eines alten Freundes. Und dann war ich doch relativ erschrocken, was Facebook alles so über mich weiß und wen ich wohl alles kennen würde, weil ich mit der Einladung von Facebook auch gleich Kontakte vorgeschlagen bekommen habe von Personen, die ich tatsächlich kannte, wovon ich einem einmal in meinem Leben eine E-Mail geschickt habe. Eine andere Bekanntschaft ist 10 Jahre alt und einen anderen kannte ich jetzt gerade mal 3 Monate. Woher wusste Facebook, dass Christian Fischer all diese Menschen kannte, obwohl er nicht Mitglied war? Wie gelangt Facebook an die Daten von Nichtmitgliedern? Wir melden uns im Internet bei Facebook an. Schon bald wird uns angeboten, Freunde zu suchen. Für diesen Service sollen wir unser persönliches Adressbuch, das wir bei einem E-Mail-Anbieter haben, zugänglich machen. Wir machen das. Doch was passiert dann? Welche Daten werden jetzt aus unserem Adressbuch ausgelesen? Wir bitten Experten vom Institut für Internetsicherheit an der Fachhochschule Gelsenkirchen, uns sichtbar zu machen, was Internetnutzern sonst verborgen bleibt. Wir geben erfundene Daten in unser E-Mail-Adressbuch ein. Daten von Nicht-Facebook-Nutzern. Max Mustermann nennen wir unseren Freund, seine Freundin Paula irgendwas. Zusätzlich notieren wir im Adressbuch, dass Mustermann einen neuen Arbeitgeber sucht, dass er sehr geschwätzig ist. Und noch andere, intimere Kontakte. Dann machen uns die Internet-Experten sichtbar, welche Daten aus unserem Adressbuch bei der Freundesuche übertragen werden. Das Ergebnis? Alle. In den Datenströmen finden wir alle Details aus dem Adressbuch wieder. Nicht nur E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Namen seiner Partnerin. Auch unsere Einschätzung, dass er geschwätzig ist und einen neuen Arbeitgeber sucht. Intime Details gehen nun an Facebook. Viele Nutzer machen sich das gar nicht klar. Möchte ich das, dass Facebook alle diese Informationen hat? Und was Facebook damit macht, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich die Daten übergebe, dann kann Facebook damit machen, was sie möchten. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, sehr kritisch, weil es kann halt auch gegen mich verwendet wird. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, habe ich denn eigentlich meine ganzen Bekannten gefragt, ob ich diese Informationen überhaupt an Facebook weitergeben kann? An Facebook werden also von unserem E-Mail-Adressbuch umfassende Daten gesendet. Aber was macht Facebook mit diesen Informationen? Speichert die Firma tatsächlich Daten über Nichtmitglieder in ihren Servern? Facebook sagt, man habe keine Informationen außer Namen und E-Mail-Adresse. Und? Facebook speichert den Vor- und Nachnamen. So erleichtern wir es dem Nutzer, die Freunde auszuwählen, die er einladen möchte. Alle anderen Informationen werden nicht gespeichert. Und die Verantwortung für die Weitergabe der Adressdaten von Nichtmitgliedern sieht Facebook bei uns, den Nutzern. Schließlich finde sich das in den Geschäftsbedingungen.
Du wirst Personen, die keine Nutzer sind, ohne ihre Einverständniserklärung weder markieren noch ihnen E-Mail-Einladungen schicken. Datenschutzbeauftragte halten das Verfahren für hochproblematisch. Die Art und Weise, wie Facebook sich Zugang zu den Adressbüchern der Nutzenden verschafft, ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Zwar wird eine gewisse Warnfunktion dadurch erreicht, dass man also sein Passwort eingeben muss und dass also auch eine Information darüber gegeben wird, aber die Betroffenen haben nicht ansatzweise eine Vorstellung davon, was tatsächlich an Datenverarbeitung stattfindet und welche Risiken für sich selbst und insbesondere auch für Dritte daraus entstehen können. Beunruhigend. Auch immer mehr Firmen geben offenbar Daten an Facebook. Das hat Carola Drexler erfahren. Die Juristin hatte lediglich einen Infobrief abonniert bei einem Internetportal namens JobGuide. Dafür gab sie JobGuide ihre E-Mail-Adresse. Monate später erhielt auch sie eine Einladung von Facebook mit Freundesvorschlägen. Ihre E-Mail-Adresse war offenkundig in den Datenbestand von Facebook gelangt. Für meinen Fall bedeutet das einfach, dass man damit rechnen muss, dass wenn man sich irgendwo anmeldet, dass die Firma im Zweifel sich bei Facebook anmeldet und dann entsprechend alle ihre Kontakte oder ihre zur Verfügung stehenden Daten auch an Facebook weitergibt. Und das genau dürfte meiner Ansicht nach nicht so sein. Die Firma JobGuide bestätigt, Mitglied bei Facebook zu sein. Kundendaten wie die von Frau Drexler habe man aber nicht an Facebook weitergeben wollen. Nun sei man alarmiert. Facebook sagt, das Einholen von Adressdateien sei auch bei anderen Netzwerken üblich. Und Nichtmitglieder könnten ihre Adressdaten auch wieder löschen. Außerdem behalte der Nutzer die Kontrolle über die Daten seiner Freunde. Wenn das so ist, woher weiß Facebook dann aber, mit wem Menschen wie Frau Drexler Kontakt hatten? Das verrät uns Facebook auf unsere Nachfrage nicht wirklich. Für die Betroffenen ein mulmiges Gefühl. Die technischen Möglichkeiten sind groß, Datenschützer sind besorgt. Daten, die einmal in die USA übermittelt worden sind, die sind nicht mehr zurückzuholen. Dort haben wir kein Datenschutzrecht, was nur ansatzweise unserem vergleichbar ist, mit der Konsequenz, dass man also Auskunftsansprüche oder Löschungsansprüche, Sperransprüche dort nicht durchsetzen kann. Betroffene werden vielleicht nie erfahren, welche Wege ihre Daten bei Facebook nehmen. Das Unternehmen sagt, man halte sich strikt an die hauseigene Datenschutzrichtlinie. In der steht allerdings auch: Wenn du vertrauliche Daten wie zum Beispiel Kreditkartennummern und Passwörter eingibst, werden diese Informationen mithilfe der SSL-Technologie von uns verschlüsselt. Doch das stimmt offenbar nicht. Unsere Experten machen wieder den Test. Nutzer, die bei der Freundesuche wie verlangt ihr E-Mail-Passwort eingeben, gehen im Gegenteil ein hohes Risiko ein. Mit einem einfachen, im Internet erhältlichen Programm lässt sich das sensible Passwort sogar sichtbar machen, auch für Kriminelle. Verschlüsselung sieht anders aus. Vertrauen auch. Und jetzt vernetze ich uns alle ganz altmodisch mit Tom Buro. Tom, was bringen die Tagesthemen? Also Sonja, wir vernetzen uns gleich mit Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Sondierungsgespräche mit der Linkspartei gleich am ersten Tag gescheitert. Und wie es nun weitergeht bei der Suche nach einer Regierung, das sagt uns gleich im Interview die SPD-Landesvorsitzende Hannelore Kraft. Vielen Dank, Monitor sagt. Danke fürs Dranbleiben und bleiben Sie in Kontakt. Das ist für unsere Arbeit sehr gut. Monitor.de, da sind wir ganz schnell zu erreichen. Für heute tschüss.